Oh, verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Stopp! Ohne uns stirbt sie da! Stopp! Du bleibst nicht bei mir, wir müssen weg. Oh Mann. Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play The Last of Us. Ich bin es, euer MC Muffix. Im letzten Part mussten wir eine harte Entscheidung treffen, zumindest Joel hier. Er musste Tess zurücklassen im Rathaus. Im Rathaus wollten wir eigentlich Ellie abgeben und dann zurückkehren. Doch es ist nicht so gelaufen, wie wir uns vorgestellt haben. Wie ich eigentlich schon geahnt habe, war so, dass alle tot waren, die in dem Gebäude drin saßen. Und ja, jetzt sieht's aus, als wäre es vorbei. Denn Tess wurde ebenfalls gebissen von einem Infizierten und wird sich jetzt verwandeln. Und ja, bevor sie sich zu einem dieser Dinge verwandelt, hat sie gesagt, dass sie lieber stirbt. Ha, eine schwere Entscheidung, aber ja, wir haben jetzt eine Aufgabe, einen letzten Wunsch, den wir ihr erfüllen wollen. Wir wollen sie nämlich immer noch in ein Labor bringen, wo die Forscher doch herausfinden können, ob es wirklich ein Gegenstoff gegen diesen Virus, diese Sporen, wie auch immer gibt. Und ja, ihr letzter Wunsch, diesen wird der Joel erfüllen, schätze ich mal. Gehen hoch. Da kommt man vermutlich raus. Hoffen wir es. Jetzt lauf einfach. Einfach laufen. Weg von den Soldaten, die da unten sind. Sie sind neutralisiert. Sie hat zwei Männer getötet. Oh mein Gott. Verstanden. Tess. Du, brich die Tür auf. Du, komm mit. Da liegt sie. Die Schweine. Und das Schlimmste, wir konnten gar nichts dagegen tun. Das ist das Schlimmste. Wir werden bald hier sein. So, dann versuchen wir jetzt möglichst schnell, würde ich sagen, hier zu entkommen. Sie wissen, dass wir hier sind. Das ist gar nicht gut. Ja, deswegen würde ich gerne hier hinlaufen. So, hier gibt es, wie es aussieht. Ah, hier kommen wir weiter. So, sehr schön. Ali? Oh, schöne Aussicht. Aber hier kann man gerade nicht die Aussicht bewundern. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass die Soldaten da auf uns zulaufen und uns dann, was nicht so Gutes antun. Was hat der denn? Oh, ein Gewehr. Ha. Huh. Das ist schon mal ein Kaliber höher. Ein Jagdgewehr, cool. Oh, verdammt. Was machen wir? We fight or we die. That's the plan. Ich hab es. So, wie es aussieht, ist Stealthen keine Option mehr. Kommen wir an den Typen hier wirklich alle vorbei? Ich bezweifle es. Ja, wir haben gegen die Soldaten noch keine Chance. Und mit 6 Schuss aus dem Jagdgewehr, glaube ich, kommen wir auch nicht so weit. Scheiße, jetzt kommt da noch einer von der Seite. So. Ist ja gut, okay? Hallo, mein Freund. Gehen, so, komm. Geh doch mal down hier. So, das ist eh schon wurscht. Sie sind in die Büros gerannt. Lass sie nicht durch. Jetzt komm, ich hau dich. Zack. Oh, der hat mal wehgetan. Oh, Scheiße. So. Wo kommen sie? Wo kommen sie? Da kommt der nächste. So, aber er weiß nicht, wo wir genau sind. Ich schätze mal, er wird jetzt hier erstmal herlaufen. Oder? So, wir könnten uns jetzt an dem. Am besten verschleichen wir uns jetzt von hinten an den heran. Und erledigen ihn dann von hinten. So, komm, bist du schneller hier. Im besten Fall müssen wir unser Jagdgewehr gar nicht benutzen. So. Scheiße. Geh weg. Na, so. Komm. Nein, ja, du kannst doch nicht woanders hingehen. Der wird da gleich kommen. Oder nie, er wird. Ah, im besten Fall geht er jetzt aus der anderen Tür. Das wäre natürlich der allerbeste Fall. So, wo bist du? Wo gehst du jetzt hin, mein Freund? Mein kleiner, einfältiger Freund. Mein kleiner, einfältiger Freund. Oh. Scheiße. Bam! Und ich werde angerufen und deswegen muss ich einen kleinen Cut machen und bis gleich dann. Tut mir mal wieder leid für die kleine Unterbrechung. Den Typen haben wir aber jetzt und mit dem machen wir jetzt auch kurzen Prozess. So, nehmen wir eine Flasche mit und jetzt können wir gehen. So, die sind ausgeschaltet. Das heißt jetzt weiter. Zögern, glaube ich, ist ja keine Option und warten auch nicht. Denn die werden sicher nicht locker lassen. Aber trotzdem können wir hier noch was besser looten, würde ich sagen. Wo ist Ellie? Das hier? Gut. Wo ist der Ausgang? Da war noch irgendwas, oder? Nee, da war nichts mehr. Okay.
Dann schnell da raus. Kurz nachgeladen. Oh, nur 7 Schuss, ey, ganz ehrlich, jeder Schuss zählt hier wirklich, ey, das ist echt schlimm. Ich habe immer so Muffensausen, wenn ich einen Schuss wirklich schieße. Ich überlege mir das aber echt gut, weil 7 Schuss haben wir, 7. Ah, und ja, da merkt man schon, eine Kugel zählt wirklich sehr viel. Okay, dann versuchen wir es mal. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Das sind aber schon ein paar sehr, sehr viele. Super. Ey, was haben die überhaupt gegen uns? Wir haben die noch gar nicht... Okay, stimmt, wir haben 2 von den Soldaten getötet und dann noch ein paar mehr, aber... Aber ansonsten... Haben wir ansonsten gar nichts. So. Was? Was war denn das? Wer hat uns... So, greifen wir. Da war einer. Da war einer. Hallo. Oh, nice, Mann. So, komm. Scheiße. Töte ihn. Ja, jetzt kommen sie auf einmal alle. Ja, das ist mein Untergang. Was? Oh mein Gott. Ich geb dir gleich, oh mein Gott. So, jetzt müssen wir uns erstmal... Oh. Halt dich! Halt dich, halt dich, halt dich, halt dich, halt dich. Hui. Ey. Ein kleiner Gegner. Das ist mal wirklich... Ein harter Kampf. Pack ihn dir. Warum kann ich ihn mir nicht packen? Na egal. So, da ist er, da ist er, da ist er. Weißt du, dass ich hier bin? Ich dachte schon. Hä? Ist der unbewaffnet oder warum läuft der so merkwürdig rum? Wo bist du? Da ist er. Hä? Was ist mit dem Typen? So, der hat mal gesessen. Ah, jetzt haben wir unser Jagdgewehr auch einmal getestet und ja. Aber... Ich hab gedacht, das wäre schon. Naja. Jetzt sollte es das aber gewesen sein. Aber Leute, die Kämpfe sind schon echt hart. Es ist schon was anderes. Wirklich jeder Schuss zählt. Ein Fehler ist echt nicht erlaubt. Das ist echt wirklich so wie in wirklich so alten Shootern, so Marke Doom, Quake. Wo man wirklich, wo ein Fehlschuss wirklich mal bestraft wird. Und nicht so wie in heute ist, dass da einfach sagt, ach komm, ist doch scheißegal. Ja, da hast du eh deine 100 Munipacks oder unendlich Muni. Da zählt ein Schuss schon um einiges mehr. Ja, da bin ich. Und da sind noch 2 von euch. So. Sieht das aber richtig und... Wissen die, wo ich bin oder wissen die nicht, wo ich bin? Wissen, wo ich bin. Ja, scheiße, was ist... Ey, die sind aber schlau, die versuchen mich zu flankieren. So. Möchtest du mal ganz kurz aus deiner Deckung rausschauen? Nur einmal ganz, ganz, ganz kurz. Bitte, 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 bitte. Aber bitte auf meiner Seite. Die sind echt schlau. Jetzt bewegen sie sich nicht und natürlich sehe ich sie dann auch nicht. Ha. So. Komm. Der ist aber hier. Bewegen die sich jetzt gar nicht mehr? Egal. Müssen wir halt mal in die Offensive gehen. So. What the hell? Boah. Verdammt, warum schießt er mich auch ab? So. Komm. Töte ihn doch mal. Okay. Erstmal Waffe wechseln. Warte, wir kriegen das nochmal so halten. Und jetzt erstmal hier unsere andere Waffe ausrüsten. Oh. Und hoffentlich finden wir noch ein bisschen Medizeug. Und auch ein bisschen Munition. Aber die Nahkämpfe gefallen mir echt sehr gut. Die erinnern mich ein bisschen an das Spiel The Bourne Conspiracy, wo auch diese ganzen coolen Nahkampffußball. Oder ich auch an Uncharted, stimmt schon. Weil da gab es ja auch diese ganzen coolen ja, Schlagszenen, wo man irgendwo speziell hingeht und wo dann der auch dann so cool schlägt. Ja, egal. Ich will es nicht genau erklären. Schaut euch einfach Uncharted mal den Prolog da in der Bar an. Wisst ihr, was ich meine? Also, richtig schöne Kämpfe, die halt wirklich zu der Umgebung passen. Sowas mag ich. So.
Aber hier war doch. Ja, doch noch. Irgendwo ein Medikit, oder? Und einmal kurz noch. Stellen wir uns. Ah, da fällt mir das an. Ich kann mir Medikits herstellen lassen. Medikits herstellen, so. Stellen wir uns mal. Stellen wir uns, glaube ich, noch ein drittes her. Hä? So, was kann ich jetzt mehr herstellen. Aber man kann nur drei Medikits gleichzeitig haben. So, dann können wir jetzt auch nochmal die Ressource, was das auch immer war, schätze ich mal mitnehmen, weil wir hatten ja von der voll. So, mitgenommen. Und jetzt sind wir wieder halbwegs gut drauf, oder? Joey Boy. So, naja, okay, wir haben keine Revolver-Muni mehr, das ist gar nicht so gut, aber es geht schlimmer. Es hätte auch sein können, dass wir tot sind. Aber wir leben. Und ich hoffe, da sind jetzt nicht noch mehr Soldaten. So, lauf. Wo auch immer hin. Da. Ho. Endlich mal wieder in unsere geliebte Kanalisation. Da ist alles ruhig und schön und naja. Irgendwie nicht, aber eindeutig besser als irgendwie hier in der Gegend rumzuhüpfen. Scheiße, einem G-Wagen, ganz und gar nicht gut, ganz und gar nicht gut. Okay, jetzt lau. Oh, scheiße, Spuck. Kein Ziel, wiederhole, kein Ziel. Da drüben ist ein Soldat. Verstanden, Stellung halten und auf Verstärkung warten. Verstanden, Stellung halten. Kannst du das verdammte Zeug einatmen? Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Nein, alles leer. Sieht durchsuchen. Okay, wie es aussieht, stimmt das wirklich, dass sie immun ist gegen die Sporen. Das ist aber sehr interessant, deswegen braucht sie auch keine Maske. Ist natürlich logisch, so. Du Mistkerl. Ich will. Hat er mich schon gesehen? Nein, das ist natürlich noch besser. Gut. Sonst hätte ich jetzt halt den gleich erschossen, aber so glaube ich, können wir eine Kugel sparen. Ja, jetzt komm, kipp doch mal um, dankeschön. Sie sind nicht hier und dein Freund ist weg. Ha. Ich fühl mich hier schon ein bisschen wie Batman. So. Immer so die Typen einzeln mal ausschalten. So, ganz langsam. Kannst du mir doch einfach seine Maske abziehen. Ich weiß gar nicht, warum der das so schwer macht. Maske abziehen wäre doch viel schneller. Dann würde er die Sporen einmal. Okay, nee, dann würde er infiziert werden. Dann würde er uns als. Das ist zu einer von diesen Infizierten angreifen. Das wäre jetzt auch nicht so das Bade. So, Gegner sind besiegt. Alles ist gut. Können wir da hochhüpfen? Ja, danke schön. So. Schauen wir nochmal kurz die Gegend an. Also ich glaube, hier ist wirklich keiner mehr. Gut, dann ist alles supi. Ah, in die Kanalisation. Ah, ich werde da wimmelt wieder von den Viechern. Ich mag die infiziert nicht. Aber ich muss sagen, die Soldaten sind mir echt normal lieber als die Infizierten. Die Infizierten sind echt schlimmer. So, ich hoffe mal, Ellie ist jetzt da, aber hinter uns. Boah, ey, durch diesen Nebel sieht man einfach gar nichts. Da kommt sie. Ey, das ist echt nervig. Weil man sieht. Oh, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ich sehe wirklich. Ey. Also gerade eben für so 2-3 Sekunden habe ich wirklich komplett gar nichts gesehen. So, wir können tauchen, ne? Will ich in der Dreckspumpe tauchen. So. Ah, hier sind meine Geschwüler. So, man kann ja nicht schwimmen. Ehrlich, es wird doch noch zu einer Monster-Beschützer-Mission das Spiel, oder? Also hier kann man gehen. Kann man sie nicht einfach alleine lassen und abwarten. Boah, mein Gott, hier sieht man echt auch schon richtig, richtig schlecht. So, gehen wir wieder unter Wasser, da sieht man mehr. Oh, tote Fische, oder? Sind das? Ne, sind nur Dosen. Tote Fische, Dosen, ist doch alles derselbe Kack. So, lass mich kurz. Ah, da. Ah, natürlich. Das habe ich doch sofort gesehen. Es war ja klar, wenn da angezeigt wird, dass man tauchen kann, dass man irgendwo tauchen muss. So, die Frage ist nur, was uns das jetzt bringt. Ich schätze mal, wir müssen den Zug irgendwie so hinbewegen, dass die Ellie da rüberhüpfen kann. Ha. Irgendwie da. Da kommen wir nicht durch. So, das heißt, hier muss ich irgendwas befinden. So, dann tauch mal auf. Ah, das hier. Cool, wie kommt ihr da hin? Nicht die geringste Ahnung. So, müssen wir jetzt. Müssen wir überhaupt jetzt hier? Ich dachte, sie kann doch ja eh an der Seite rumlaufen.
Das heißt doch, wir müssen hier gar nicht helfen, oder? Ha. Ich bin irgendwie zu beschenkt dafür. Weil irgendwie können wir ja nichts machen. Wir können da rumschwimmen. Ah ja, da, ach so, da geht's auch weiter. Ach, ach, natürlich, wenn der Maxi auch mal wieder blind ist. Da geht's nochmal rein. So, müssen wir da überhaupt rein? Egal, gehen wir einfach mal rein. Und jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen Luft. Ellie? Das ist schön. So, wo ist sie? Können wir sie... Können wir mal sehen, wo sie ist? Also, ich finde das ein bisschen schade. Wir können diese Sicht können wir nicht machen, dass wir halt die Leute sehen, wie sie sich bewegen. Also, mir wäre es jetzt wurscht, ob, wenn wir jetzt irgendwie Gegner oder so sind, aber mich... Es wäre praktisch zu wissen, wo die ist und ob wir irgendwas machen müssen. Weil ich weiß ja jetzt nicht, ob sie jetzt wieder feststeckt oder ob sie jetzt einfach wieder in einer normalen Position ist. Was ist da? Da kommen wir hoch, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ach nee. Wie komme ich da hoch? Hallo, kann ich da jetzt irgendwie auch auftauchen? Warte, warte, hier war doch was. So blind bin ich jetzt auch nicht, dass ich das nicht sehe. Da war irgendwas, was wir drücken konnten. Oder auch nicht. Ja, vielleicht bin ich doch so blind. Aber irgendwie müssen wir doch hochkommen. Da ist es. Ah. Da ist das eine gute Idee. So, man leuchtet jetzt hier ein bisschen rum, damit wir auch sehen, wo sie ist. Weil ich würde sie jetzt echt nicht sehen. Es ist ja alles so dunkel und eklig und stinkig. Und du kannst jetzt da drauf gehen. Da ist irgendein Bonus, den will ich haben. Steig drauf. Hui, und jetzt erstmal baden gehen. Entschuldigung. Alles gut, kein Problem. So. Kannst du da hoch? Nee, kann sie nicht. Muss jetzt. Oder? Doch, da kann sie hoch. Können wir da auch hoch? Hä? Achso, sie tun sie wahrscheinlich die Leiter runterkicken, oder? Dankeschön. Verstehen zwar nicht, warum man nicht ebenfalls auf das kleine Brett da drauf kann, aber egal. So, schieb. Gute Ellie. Ah, gut. Dann ist ja alles gut gelaufen. Darf ich jetzt hoch? Dankeschön. So. Dann haben wir dieses nervige Level auch geschafft. Ich mag keine Giftgase. Und jetzt, wenn ich den Weg hier noch rausfinde, bin ich ganz glücklich. Und wenn da keine Soldaten und eklige Viecher sind, dann bin ich natürlich überglücklich und hüpfe erstmal und, ach, Sonnenlicht. Maske runter. Komm, ich glaube, jetzt kannst du die Maske runter tun. Maske runter? Na, dann tust du sie halt nicht runter. Hey, also, wegen Tess, ich weiß nicht mal, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Ja, aber bevor wir jetzt erstmal zu dem Typen gehen, würde ich sagen, machen wir erstmal wieder einen kleinen Cut und im nächsten Mal sehen wir uns dann weiter diese wunderschöne Umgebung an. Bis dahin, euer MC Mafex, haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.